Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute diesen Kandidaten vorstellen. Es handelt sich hier nämlich um den Luke Skywalker in der X-Wing Pilotausführung, welcher am 4. Oktober 2019 in der The Vintage Collection Serie herausgekommen ist und die Nummer 158 trägt. Die Vintage Collection existiert eigentlich schon seit 2010 und wird bis heute mit mehr oder weniger langen Pausen fortgeführt. Die Qualität der Figuren innerhalb dieser Serie ist meines Erachtens nach etwas schwankend. Diese Figur gehört aber tatsächlich wieder zu den besseren. Diese Figur hatte schon mal einen Auftritt auf der Bühne der Veröffentlichung von Hasbro. Und zwar ist sie ein Re-Release von dem San Diego Comic-Con exklusiven Dreierpack Jedi Destiny. Diese Figur wurde damals mit einem Luke Skywalker in Stormtrooper-Ausrüstung plus einmal einem Luke Skywalker mit Jedi-Outfit beigepackt. Na gut, kommen wir erstmal zu den Close-Ups von dem Luke Skywalker X-Wing Pilot. Luke wird hier mit Helm und Blaster ausgeliefert. Die Chestbox lässt sich allerdings nicht entfernen. Neu ist bei dieser Figur auch die Photoreal Face Print Technik, die dem Gesicht weitere Tiefe und ein schöneres Aussehen geben soll, was bei dieser Figur auch sehr gut gelungen ist. Wie bei der TVC-Serie üblich, sind die Karten an die alte Vintage-Serie angelehnt, was an sich so ganz schön ist. Das Einzige, was mir nur nicht so gut gefällt, ist, dass diese Karte von der Oberflächenbeschaffenheit eher matt ist und nicht mehr hochglänzend. Da waren die alten Karten etwas schöner. Die Rückseite zeigt, wie häufig noch weitere Figuren, die man käuflich erwerben kann. Und natürlich die Sicherheitshinweise, die da auf dem Produkt nicht fehlen dürfen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich.